Ordnung. Hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden. Thema heute, ich kommentiere Kommentare, so simpel, so durchaus mal wieder nötig. War ein bisschen was dabei, das ich zum Teil sehr, sehr positiv und als dankenswert empfinde. War ein bisschen was dabei, da können wir gerne mal drüber reden. Und also es sind 4 Kommentare. 2 positiv, 1, da müssen wir drüber reden. Nicht, dass das negativ, das ist schon in Ordnung, den Kommentar so. Nur, da müssen wir drüber reden. Und einer, da müssen wir auch mal drüber reden, damit ich das wenigstens irgendwann mal mir von der Seele gequatscht habe, weil es ist Unfug, schlicht und ergreifend. Schlicht und ergreifend Unfug. Ich glaube, das ist ein guter Begriff. So, erster Kommentar, dafür muss ich hier mal kurz ein bisschen drehen, der ist vom Andreas, der da, ich blende euch das jeweils ein, noch eine ganz wesentliche Ergänzung zu der Veränderungsrate der Belaubungs- bzw. Entlaubungsprozente bei den Waldbäumen beim Jahresrückblick macht, nämlich ich habe da tatsächlich einen peinlichen Fehler drin. Ich habe im Redefluss völlig vergessen, ein kleines Detail, das kommt häufiger mal vor, dass das auch bei anderen Leuten vergessen wird, das weiß ich, das habe ich auch schon selber kritisiert, teilweise bei anderen Leuten. Ein kleines Detail ist mir da entfallen, nämlich wenn man einen Prozentwert hat im Jahr 1 ja, und will, im Jahr 2 kriegt man wieder so einen Prozentwert. Und jetzt will man die Änderung angeben. Und der Prozentwert hat sich von, ich sag mal, 24 auf 25%, also von 24% im ersten Jahr auf 25% im zweiten Jahr erhöht. Dann ist das eben nicht eine Steigerung um 1%. Wenn es eine Steigerung um 1% wäre, dann hätte der Wert um 0,025% zugenommen, ja, irgendwie sowas um den Dreh, also um 0,025%. Jetzt kann ich wieder nicht rechnen, aber nehmen wir mal an, es wären 5%, also sprich im Jahr 1 sind es 50% durchschnittlicher Laubverlust, im Jahr 2 sind es 55%, dann wäre im Jahr 2 eine Zunahme um 5%, so wäre es korrekt gewesen, richtig, nicht etwa eine Zunahme um 5%, weil eine Zunahme um 5% wäre dann 52,5% gewesen im zweiten Jahr. Also ich hoffe, das haben jetzt alle so weit verstanden, wie ich das meine, und das habe ich tatsächlich falsch gemacht, und das ist ein Fehler, der ist natürlich erstens peinlich, so peinlich, dass ich ihn gerne veröffentliche, und zweitens wollte ich das nochmal jetzt auch in Videoform richtigstellen. Also wenn ihr irgendwas von mir hört, wo ich so einen Schwachsinn erzähle, dann bitte auch gerne in die Kommentare schreiben und schimpfen. Das darf natürlich nicht passieren. Also vielen, vielen herzlichen Dank an den Andreas. Das ist ja ein öffentlicher Kommentar, deshalb da tue ich jetzt nicht groß so, als wäre jetzt hier irgendwas nennenswert anonym. Muss ich auch nicht, wer bei mir kommentiert, das darf ich dann auch später in Videos drauf eingehen und so weiter und so fort. Also rein urheberrechts und so weiter und so fort mäßig. Das gehört mir, wenn ihr es mir drunter geschrieben habt. Nee, nur Spaß. Ja, kleine Sache, aber wirklich wichtig, und vielen Dank. Und da haben wir noch was in diese Kategorie. Das ist ebenfalls eine vergleichsweise kleine Sache, aber auch sehr, 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 sehr wichtig. Da habe ich wirklich einen Fehler. Das habe ich falsch im Hirn gehabt. Denn der Jens Willen weist darauf hin, hallo Ben, nach meinen Erfahrungen und Beobachtungen im Revier ist Bohrmehl auch beim Einbohren des Buchdruckers zu finden. Das ist natürlich vollkommen richtig. Er schiebt das Mehl rückwärts mit seinem Absturz raus. Die besondere Anatomie macht das möglich. Der Rest können wir uns jetzt zumindest vorlesetechnisch sparen. Und ja, das war wirklich auch ein Fehler von mir und auch durchaus einer, der
eine gewisse Relevanz hat, sage ich jetzt mal. Ich bin ja, mache ja häufiger mal einen kleinen Fehler. Es sind weniger geworden. Ich weiß noch, in der Frühzeit des Kanals waren das noch mehr. Meine Recherche und meine Vorsichtigkeit, was meine Aussagen angeht, hat ein bisschen zugenommen. Ist auch gut so und richtig so, alles gut. Ja, aber da ist mir doch tatsächlich jetzt nochmal einer untergekommen. Das ist halt der Haken mit meinen skriptfreien Videos, dass ich also meistens mich wirklich einfach nur hinhocke, mir vielleicht ein paar Notizen vorher gemacht habe, mir vorher ein bisschen was überlegt habe, aber dann durchlaber und nicht irgendwie die Fakten schwarz auf weiß noch auf dem Zettel. Selten, ganz hin und wieder mal kommt das auch vor, aber selten habe ich halt wirklich ein richtiges Skript, wo das alles genau so drin steht und dann kann das mal passieren. Das ist für mich persönlich einfach wichtig, dass ich meinen Kram frei mache, also so frei wie irgendwie möglich. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich überhaupt keinen Zettel habe, wo ich irgendwas nachlesen kann. Und ja, das ist einfach noch so ein Nebeneffekt, dass damit einfach eine höhere Fehlerquote dann von mir akzeptiert wird. Das mag falsch sein, nicht, dass das jetzt hier so klang, als ob man mir da böse wäre, aber ja, es kommt jedenfalls dadurch hin und wieder mal vor. Und dann bin ich natürlich extrem dankbar, wenn eben eine Berichtigung einer solchen Fehleinschätzung der Situation, nenne ich es jetzt einfach mal, in den Kommentaren steht, und das ist hochgradig wichtig und macht mir auch insbesondere dann natürlich Freude, wenn es von dem Kollegen kommt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, das ist völlig korrekt. Ich habe es dann auch nochmal nachgelesen und ja, natürlich. Also das wäre auch schlecht, wenn man das Bohrmehl beim Borkenkäfer erst beim Ausflug finden würde, weil wenn der schon ausgeflogen ist, ist es schon zu spät. Dadurch, dass man das Bohrmehl schon beim Reinfressen in den Baum finden kann, kann man also frühzeitig, sozusagen kurz nachdem der Käfer sich reingefrossen hat, feststellen, oh, der Baum ist befallen. Man kann anhand der Menge des Bohrmehls und des Harzflusses der Fichte, zumindest theoretisch, ne, zurzeit ein Käfer drin weg, wenn es geht. Es geht ja meistens gar nicht, aber ja, jedenfalls ist das durchaus dann eben die Früherkennungsstrategie, die man überhaupt hat, um den Borkenkäfer rechtzeitig aus dem Wald wieder rauszukriegen, beziehungsweise aus der Fichte rauszukriegen, dann den Baum fällen, eventuell noch ein paar drumherum, sicherheitshalber auch noch gleich mitnehmen. Es ist unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt, wo man tätig ist, je nachdem, welches Jahr. Und ja, wir müssen dazu sagen, das war also eine durchaus valide Strategie in der Vergangenheit. Bis 2018 hat das immer geholfen, das Schlimmste beim Käfer zu verhindern. Und wir konnten auch wunderbar an Fällen wie dem Nationalpark Bayerischen Wald beobachten, was passiert, wenn man gar nichts gegen den Borkenkäfer macht. Ich meine, jetzt ist das in einem Nationalpark durchaus gewollt und dann gegebenenfalls auch nicht schlimm. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber Tatsache war, dass dadurch, dass man eben keinerlei Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt hat, der Nationalpark Bayerische Wald auf großen Teilen seiner Fläche vollständig leer gefressen worden ist vom Borkenkäfer, während in den umgebenden Wäldern, wo Borkenkäferbekämpfung durchgeführt wurde, nichts dergleichen stattgefunden hat. Und das wäre also ein schöner Freilandversuch, wo man sehen kann, dass eben diese Methode der Borkenkäferbekämpfung, den Baum rechtzeitig rausschneiden, sehr wohl bis 2018 funktioniert hat. Ja, aber es ist dann einfach die schiere Menge gewesen von Käfer, die da es unmöglich gemacht hat für alle anderen als Leute, die mit einem grünen Cape im Wald herumfliegen. Super Förster! Und da es das nicht gibt, befürchte ich, war es nicht menschenmöglich, da noch irgendwas gegen den Käfer unternehmen zu können. Also das muss man wirklich ganz, ganz klar sagen. Da will ich nicht meine Forstpartie in Schutz nehmen, sondern das ist einfach wirklich so, das ist nicht möglich gewesen. Gut, das waren die zwei vergleichsweise einfach abzustückenden Kommentare. Wo habe ich denn den anderen? Das ist der nächster Kommentar, der braucht ein bisschen mehr Zeit. Da ging es drum, ich blende ihn euch ein, dass man unzufrieden ist mit den Zahlen der Waldzustandserhebung. Und das ist grundsätzlich auch erstmal in Ordnung. Damit darf man auch gerne unzufrieden sein. Lest euch das ruhig mal durch. Also nur das Oberste, den Rest müsst ihr nicht lesen, könnt ihr natürlich, das ist mir wurscht. Aber in dem Fall dann Pause drücken, sonst kriegt ihr nicht mit, was ich hier so erzähle. Dazu noch zwei weitere Dinge, nämlich erstens,
typischerweise kriegt man zu sehen, und dazu gibt es jetzt Einblendungen, sowas wie diese Grafik hier. Da können wir dann über die Jahre verteilt, unten 1984, oben 2020, sehen, dass die grünen Balken rechts im Bild immer weniger Anteil an der Gesamtzusammensetzung der Grün-Gelb-Rot-Farbgebung eben dieser Statistik einnehmen. Und das ist dann schon aussagekräftig. Ja? Also man darf definitiv Kritik äußern an der Art dieser Darstellung, und besser ist auch ein Durchschnittswert, weil der einfach direkter vergleichbar ist unter den einzelnen Jahren. Aber in jedem Fall der Wert dieser Erhebung ergibt sich dadurch, dass die seit 84 nach den gleichen Kriterien auf die gleiche Art und Weise durchgeführt wird und daher seit 84 vergleichbare Daten vorhanden sind, und damit ist dieser eindeutige Trend, den man hier mit bloßem Auge wunderbar erkennen kann, der rote Balken wird immer länger, der gelbe Balken tendenziell auch ein bisschen und der grüne wird definitiv immer kürzer. Ja, auch wenn sich jetzt 2020 hier eine gewisse Wiedererholung des grünen Balkens darstellt. Aber wenn wir da eine Trendlinie durchziehen würden, müssten wir feststellen, das wird immer weniger. Und diese Veränderung, die ist das Spannende bei dieser ganzen Statistik. Ja? Die einzelnen Werte, die können sehr wohl auch politisch instrumentalisiert werden. Sie können nicht manipuliert werden. Man kann allerdings unterschiedliche Aussagen dazu treffen. Und das ist ein schönes Beispiel eben für eine Statistik, der man nur dann trauen sollte, wenn man sie auch wirklich verstanden hat. Selbst gefälscht will ich in diesem Zusammenhang jetzt gerade mal nicht sagen, ne? Weil ich denke schon, dass man sich ziemlich sicher sein darf, dass diese Werte schon so gemessen worden sind. Aber dieses bunte Diagramm lässt jede Menge Spielraum zu. Dafür hätte ich nämlich jetzt mal nochmal eine zweite kleine Einblendung. Da sehen wir jetzt, inwiefern diese einzelnen Stufen der Kronenverlichtung, ohne Kronenverlichtung, die Warmstufe, die Mittelstarke, die Starke und die Abgestorben, farblich zusammengefasst werden. Und da ist das katastrophal. Und das ist doof, und das hat man aber damals so gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin zwar alt genug, um das erlebt zu haben im Sinne von geboren gewesen, aber nicht alt genug, um mitbekommen zu haben, was sich die Leute damals dabei gedacht haben. Ne? Und das konnte ich auch nicht mehr rekonstruieren, warum das ausgerechnet so ist, wie das ist. Wenn das zufällig jemand wissen sollte, ich glaube es ist weniger, aber könnte ja sein, dann mir gerne mitteilen. Nur, das große Problem ist eben, wenn wir uns diese Stufen angucken, ne? Ohne Kronenverlichtung, das gilt als gesund. Man hat schon häufiger erlebt, dass die Umweltminister oder Forstminister der jeweiligen Bundesländer gerne mal dieses nur ohne Kronenverlichtung ist der Baum gesund nehmen und dann hingehen und sagen, ja, nur noch ein Fünftel aller Bäume im Wald ist gesund. Das ist, wenn wir uns diese Statistik als Basis nehmen, nicht falsch. Ja? Oder meinetwegen nur noch ein Zehntel der Bäume im Wald ist gesund, je nachdem welches Jahr und welche Baumart und so weiter und welches Bundesland man sich anguckt. Aber man darf sich zum Beispiel sehr fragen, ob ein Baum wirklich nur dann gesund ist, wenn er 0 bis maximal 10% Kronenverlichtung aufweist. Es gibt auch hochvitale Bäume, die ein extremes Wachstum an den Tag legen, die durchgehend 15-20% Kronenverlichtung haben, und das scheint die nicht wirklich zu kratzen. Und daher diese Aussage, man muss zwischen 0 und 10% Kronenverlichtung haben, um als gesund eingestuft zu werden, das ist überholt. Und das da kann man schon viel, viel Murks mit anstellen. Wenn wir nochmal zurückgehen zu der lustigen Grafik mit den vielen, vielen bunten Balken. Wo habe ich sie denn? Ich scrolle in die falsche Richtung. Dann sehen wir ja, dass quasi nur 23, also jetzt zum Beispiel 2019 waren nur 19% aller Bäume, die hier untersucht wurden, gesund. Das wäre jetzt relativ dramatisch. Das war auch ziemlich dramatisch. Aber jetzt, wie interpretiert man das? Gucken wir uns mal 2020 an. Da sind wir jetzt bei 23% der Bäume gesund. Das heißt, die gesunden Bäume haben um 4%
Prozentpunkte, diesmal sage ich es richtig, zugenommen. Und gleichzeitig haben aber auch die schwer geschädigten Bäume um 2 Prozentpunkte zugenommen. Also der rote Balken ist auch länger geworden. Und wenn wir uns jetzt dieses bunte Mischmasch da anschauen, ist es gar nicht so einfach zu sagen, welches Jahr ist denn jetzt nun besser, 19 oder 20. Und das ist auch wieder ein Grund, weshalb ich diese Form der Darstellung, die ist so gesetzlich vorgeschrieben übrigens, nicht leiden kann. Ja. Viele Wissenschaftler geht so. Und deswegen wird die auch immer seltener nur so viel benutzt in den Waldzustandsberichten, wie es unbedingt notwendig ist, dass sie benutzt werden muss, weil sie halt vorgeschrieben ist. Und den Rest macht man mit schönen Durchschnittswerten, die viel übersichtlicher, viel überschaubarer und viel weniger manipulativ sind. Denn, wie gesagt, der rote Balken ist ein ganz, ganz fetter Grund, weshalb diese Statistik tatsächlich, jetzt nicht völlig für den Arsch, wie gesagt, die Änderungen im Laufe der Jahre, die kann man schon interessant finden und die sagt auch was aus. Aber die Einzeljahresstatistik wäre tatsächlich für den Arsch, weil der rote Balken Banane ist, denn der geht eben von Fahrstufe 2 bis 4 in derselben Farbe. Da wird also nicht unterschieden, ob das jetzt 26 oder 99% Schädigung ist. Und wenn man jetzt meinetwegen 44% roter Balken hat, dann weiß man nicht, ob diese 44% dadurch zustande kommen, dass 44% aller Bäume 26% Schädigung haben oder ob 44% aller Bäume 99% Schädigung haben. Der Balken würde exakt gleich aussehen und das macht diese bunte Form der Darstellung zu so einer Katastrophe und die ist statistisch tatsächlich. Ich möchte nicht nochmal zitieren, was der entsprechende Kommentar besagt, aber das stimmt ja. Und wichtig ist daher vor allen Dingen ein Durchschnittswert. Ein Durchschnittswert ist viel aussagekräftiger, weil der ein Durchschnittswert eben ist, der gar nicht diese doofe Farbkodierung und das Einteilen, diese bescheuerten Stufen, die völlig willkürlich zu sein scheinen, nutzt, sondern der ist der tatsächliche Durchschnittswert des durchschnittlichen Laubnadelverlustes über die alle Baumarten oder die jeweilige Baumart, die man sich anguckt. Und das ist das, was ich in meinen Auswertungen von den Waldzustandsberichten dann jeweils tue. Und damit lässt sich dann schon auch wirklich arbeiten. Und da ist vor allen Dingen eben die Veränderung zum Vorjahr durchaus aussagekräftig und auch signifikant, um zum Beispiel sagen zu können, Baumart X hat sich verbessert, hat sich verschlechtert, ist auf dem absteigenden Ast seit 1992 von mir aus, das ist dankenswerterweise nirgendwo vorgekommen, hoffe ich, glaube ich zumindest, aber ja, so in dem Stil. Da lassen sich also dann schon Dinge rauskristallisieren, die dann auch nicht mehr politisch beeinflussbar sind, aber ja. Man kann sich ja zum Beispiel als entsprechend zuständiger Minister oder das zuständige Ministerium kann sich aber halt schon überlegen, ob sie einen Waldzustandsbericht, das ist auch in manchen Jahren schon vorgekommen, haben wollen, der vor allen Dingen diese blöde bunte Darstellung nutzt. Ja, weil sie irgendwas verschleiern wollen oder ein besonders dramatisches Bild der Lage malen wollen, weil diese bunte Darstellung, die sieht immer dramatischer aus, so nach dem Motto, wir müssen jetzt dringend was für den Wald tun, dem Wald geht's ganz furchtbar, guckt euch mal an, wie riesig der rote Balken ist. Das ist viel dramatischer, als einen Durchschnittswert anzugeben, der bei 28% durchschnittlicher Nadelverlust liegt. Ne? Oder bei, sagen wir mal, bestenfalls 25% durchschnittlicher Nadelverlust. Dann wäre man nämlich noch im gelben Bereich durchschnittlich im Bundesland und würde gar nicht im roten rumdümpeln. Ja, und. Ja, es ist also daher schon möglich, da entweder die nüchterne Zahl 26% meinetwegen durchschnittlicher Wert anzugeben oder eben dieses bunte Drama. Und das ist eine politische Entscheidung. Ja. Und da spielt das dann wirklich auch eine Rolle. Aber normal, ich arbeite, wenn ich das auswerte, eigentlich fast immer nur mit den Durchschnittswerten, sofern es irgendwie möglich ist, nur an die Durchschnittswerte ranzukommen. Und damit
haben wir dann auch was über die Bundesländer Vergleichbareres. Und wir haben auch nicht die Wahl der jeweiligen Regierung oder Bestandteilen der Regierung, ob sie es lieber bunt darstellt als Durchschnittswerten, gut oder einen schlechten Wahlzustandsbericht macht und so weiter und so weiter. Ja, also ich bemühe mich da wirklich, das alles so weit auszugleichen, dass es möglichst vergleichbar und repräsentativ entsprechend wird. Ja. Aber ja, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und man könnte da jetzt noch viel tiefer in die Statistik eintauchen, aber ich hoffe, das war so verständlich genug. So, dann kommen wir jetzt zum ganz kritischen Teil und einem wirklich sehr intelligenten Kommentar. Ironie. Ja, also, für einen Forstwissenschaftler hast du auch hier sehr wenig Ahnung. CO2 ruiniert uns nicht das Klima, sondern das Klima ändert sich und deswegen steigt die CO2-Konzentration. Gut, also erstens mal, dass man Wissenschaftler quasi die Wissenschaftlern die Kompetenz abspricht, als irgendjemand, der sich im Internet hinter einem Pseudonym versteckt und dann miserable Argumente bringt, das ist ein ganz neuer Trend, der bei den Klima-Science-Deniers, also den Klimawissenschaftsleugnern, so müsste man sie ganz korrekt nennen, die leugnen inzwischen nämlich nicht mal mehr die Existenz eines Klimawandels, sie leugnen allerdings sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dazu gemacht worden sind. Beziehungsweise nicht sämtliche, sondern sie haben sich ein paar Sachen rausgesucht, das nennt man Cherry-Picking, die ihrer Meinung nach die richtige Wissenschaft dazu sind und tun jetzt so, aus der Position dieser einigen wenigen schlechten Publikationen, tun sie jetzt so, als würden sie aufgrund dessen, dass ja alles, was sie sagen, auf dieser Wissenschaft basiert, sei das wissenschaftlich abgesichert und sie sind die ganz Schlauen, nutzen die Wissenschaft und wir anderen sind anscheinend alles irgendwie offensichtlich nicht richtig wissenschaftlich ausgebildet oder was auch immer. Das geht fast immer damit einher, dass derjenige, der jemanden, der tatsächlich einen akademischen Grad besitzt, unterstellt, dass ja, er gar nicht das sei und als ein solcher müsse er doch wissen und so weiter. Es ist natürlich in der Realität, wenn wir uns diese mal auch mal ins Gedächtnis rufen wollen, ganz genau andersrum. Und man kann hieran an diesem ersten Satz jetzt auch prima meiner Meinung nach ablesen, dass eine generelle Charaktereigenschaft, ja, also in der Psychologie geht man inzwischen davon aus, dass Anhänger unter anderem diesen Verschwörungsmythos, wenn das jetzt aus der Sicht eines Verschwörungsmythos stammt, diese Äußerungen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das lassen wir jetzt mal weg. Jedenfalls Anhänger, die an sowas gerne glauben, und darum geht's ja, der glaubt ja das, dass das stimmt, was der da verzapft, die haben erstmal eine Charaktereigenschaft, die es überhaupt möglich macht, dass das passieren kann, dass die quasi sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse eines ganzen Wissenschaftszweiges, oder zumindest fast sämtliche Erkenntnisse, nämlich 98, 99%, je nachdem wie man fragt, ignorieren. Das basiert auf einer Charaktereigenschaft, nämlich auf mehreren Charaktereigenschaften eigentlich. Zunächst mal muss da der Glaube da sein, der Glaube, und an die grenzenlose Selbstüberschätzung, dass man selbst in der Lage wäre, ein Fachgebiet so gut zu verstehen, dadurch, dass man 3, 4 Internetseiten oder sowas zu dem Thema gelesen hat, dass man es besser weiß, als jemand, dessen Beruf es ist, sich also nichts anderes zu tun in seiner 40-Stunden-Woche, die da vermutlich arbeitet, als sich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen. Jemand, der vermutlich 5 Jahre lang studiert hat, ganz langsam nach und nach alles Wissen, was es in diesem Bereich gibt, was zugreifbar war, aufgesogen hat, dann eigene Forschung angestellt hat und wirklich in seinem ganzen Leben nichts anderes tut, mal abgesehen von privaten Dingen, als sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Also ein absoluter Experte in diesem Bereich. So, und jetzt muss man wirklich eine gewisse Charaktereigenschaft haben, dass man sich tatsächlich einbildet, man könnte als völliger Laie nach Lektüre von 3, 4 Internetseiten wirklich beurteilen, ob das nicht stimmt,
was ein entsprechender Fachwissenschaftler in seinem Fachbereich so erzählt, schreibt oder publiziert. Ja? Dafür muss man im Hirn schon mal eine gewisse Eigenschaft entwickelt haben, dass man sich tatsächlich für so begabt und so schlau hält, dass man das kann. Also ich kann das persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wirklich nicht. Wenn mir ein Experte was erzählt zu etwas, was seine Expertise betrifft, und das ist nicht zufällig auch meine, wenn wir beide die gleiche haben, dann gibt es ein Battle, ja. Aber wenn mir ein Kfz-Mechaniker erzählt, dass mein Auto kaputt ist, weil, dann glaube ich dem das. Warum glaube ich dem das? Nicht, weil ich so ein guter Menschenfreund bin und der Meinung bin, der wird schon aufgrund keinen Fall mich anlügen, sondern was bleibt mir anderes übrig? Wie soll ich als technisch völlig unbegabter Mensch denn bitte beurteilen, ob das jetzt stimmt oder nicht? Ich habe doch keinerlei Möglichkeit. Ja? Mir bleibt doch nur die Option, mir dann wirklich einen entsprechenden Experten zu suchen, der das halt dann eben mir erklärt. Oder wenn ich gar nicht in der Lage bin, es zu kapieren. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht sämtliche Prozesse im Weltklima. Tue ich nicht. Ich bin kein Klimatologe. Ich bin Forstwissenschaftler, Bereich allgemeine Ökologie, in dem Bereich relativ gut bewandert, würde ich sagen. Aber nee. Und wenn man eben gar nicht in der Lage sein kann, weil es halt jahrelange Studium voraussetzt. Ich meine, würdest du nach der Lektüre von 3 Internetseiten jetzt einem Arzt widersprechen, wenn der sagt, du brauchst eine Herz-OP? Beziehungsweise, ich habe da ein schönes Bild, eine schöne Metapher dafür. 95-98% der Klimawissenschaftler, die man so bezeichnen darf, die tatsächlich in diesem Bereich tätig sind, in diesem Bereich studiert haben, in diesem Bereich arbeiten, publizieren und so weiter und so fort, sagen eben, dass wir schuld sind am Klimawandel. Gut. Am anthropogen verstärkten Klimawandel, um den korrekten Fachbegriff zu verwenden. Nur weil der nicht jedes Mal verwendet wird, das ist nämlich ein ziemlich unhandliches Wort, heißt das nicht, dass das Teil der Verschwörung oder Teil von irgendwas ist. Wir sind einfach nur faul. Jemand, der so einen Kram ins Internet schreibt, ist offensichtlich der Meinung, dass er es besser weiß als 97% oder 95% von mir, sagen wir mal 95% der Klimatologen. Das heißt, der Gleiche müsste nach der Logik, nachdem man ein paar Internetseiten gelesen hat, auch, wenn er sich 100 Ärzte leisten könnte, ja, und 95 erzählen ihm, er braucht eine Herz-OP, und 5 sagen, nö, alles gut, das ist die Sonne. Die ist daran schuld, dass es dir jetzt schlecht geht. Mach einfach mal nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ in der Situation dann tatsächlich sagen würde, ja nö, dann höre ich lieber auf die 5 da und ihr 95, ihr habt keinen Plan, weil ich habe im Internet nachgelesen, da steht das so ähnlich. Ja. Oder vielleicht würde er es wirklich tun. Wir leben auch in einer Welt, in der man sich Bleichmittel in den Hintern pustet und der Meinung ist, damit irgendwelche Krebsvorsorge zu betreiben. Also, gut. Ne? Der Menschheit Blödheit ist bekanntlich unbegrenzt. Aber das finde ich einfach immer nur interessant. Diese Denkweise, dass man sich doch tatsächlich das einbildet, man wäre in der Lage, das besser zu verstehen als die gängigen Experten. Und dann aufgrund dessen, dass man sich eine wissenschaftliche Studie rausgesucht hat, also das ist etwas, was jeder, der auch nur ansatzweise mal irgendwas halbwegs Wissenschaftliches publiziert hat, sehr, sehr schnell lernt. Wenn du eine Studie irgendwo rausgibst, ja, und es existieren 1000 weitere, und in deiner kommt raus das Gegenteil von dem, was die anderen alle sagen, dann bist du entweder ein Genie, und hast etwas herausgefunden, das alle anderen bisher nicht bemerkt hatten, das eine Revolution darstellt der Wissenschaft, etwas, das nie da gewesen ist, oder du bist einfach nur ein Depp und hast es falsch gemacht. So, und jetzt darf man natürlich schon davon ausgehen, dass die paar Klimatologen, die irgendwelche schlechtesten, wirklich total miesen Forschungsergebnisse methodisch falsch auf irgendwelchen völlig bekloppten Annahmen basieren und auch noch mit mieser Statistik ausgestatteten Forschungsergebnisse, dass die jetzt diejenigen sind, die es kapiert haben. Ja? Die sind die, die es wirklich begriffen haben. Und die ganzen bösen anderen Wissenschaftler, die nehmen die nicht ernst.
Es gibt dazu einen wunderbaren Artikel, wo sich ein tatsächlich offenbar auf dem Papier als Klimatologe zu bezeichnender Kerl darüber aufregt, dass das, was er so schreibt, also er leugnet halt bzw. meint mit irgendwelchen sehr kryptischen Zahlen den anthropogen bedingten Einfluss auf den Klimawandel unsererseits widerlegen zu können. So, und der wundert sich jetzt, beziehungsweise regt sich in regelmäßig darüber auf, dass er damit nirgendwo abgedruckt wird. Also alle großen wissenschaftlichen Journale weigern sich, den Schwachsinn, den der da erzählt, abzudrucken. Jetzt gibt es dafür im Grunde zwei mögliche Denkweisen, einfach als Laie, ja? Was könnte da der Grund sein, weshalb der nicht abgedruckt wird? Möglichkeit 1, ja, es gibt eine große Verschwörung gegen den, all die anderen haben sich zusammengetan, um den zu mobben, den und andere, die so einen Kram schreiben und von mir aus will Bill Gates irgendwie, dass wir Windräder bauen. Irgendwie sowas. Ich kenne mich nicht aus mit den Details, wer angeblich davon profitiert, wenn jetzt erneuerbare Energien aufkommen und wenn wir angeblich am Klimawandel schuld sind und was weiß ich, keine Ahnung, was da alles diese abstrusen Theorien dazu sind, ja? Also entweder ist es wirklich ein Teil einer riesigen Verschwörung, dass der jetzt rausgemobbt wird von all den anderen Klimatologen, die übrigens auch alle bezahlt werden, damit sie alle den Mund halten und grundsätzlich, wenn du Klimatologie anfängst zu studieren, hast du auch kein Interesse daran, jemals richtiger Wissenschaftler zu werden, sondern du willst nur so weit Klimatologie studieren, bis du von mir aus Bill Gates bezahlt wirst, um dann ja immer die Klappe zu halten und immer schön regelkonform von einem anthropogen verstärkten Klimawandel zu sprechen, den es angeblich ja bekanntlich gar nicht gibt. Und dafür wirst du dein Leben lang bezahlt. Und das ist die Motivation für alle Klimatologen gewesen, damals Klimatologie zu studieren. Es ist nicht ein einziger von denen jemals auf die Idee gekommen, zum Whistleblower zu werden und zu verraten, dass da eben diese große Verschwörung eine Rolle spielt. Nicht ein einziger. Und auch nicht, das finde ich besonders interessant, auch dann nicht, wenn man darüber nachdenkt, was zum Beispiel eine Firma wie BP oder Aral, irgendein Öl, Konzern, was die bereit wären, so jemanden zu zahlen und was die bereit wären, dem einen Schutz zu bieten, wenn der auspacken würde. Ja, die könnten dem eine ganze Südseeinsel mit Helikopterüberwachung, mit 5 Kriegsschiffen drumherum und so weiter und so fort bezahlen, auf der sicher sitzen kann, wenn der verrät, dass er und alle anderen Klimatologen von wem auch immer, Reptiloiden, Angela, was weiß ich, bezahlt werden, um eben zu behaupten, dass es einen Klimawandel, einen menschverstärkten Klimawandel gibt, ja? Nicht ein einziger Klimatologe wäre auf die Idee gekommen, das mal rauszuposaunen. Und davon abgesehen, wenn doch diese großen Zweifel am menschgemachten Klimawandel, ja, so offensichtlich sind, warum, das verstehe ich nämlich auch nicht, warum geht nicht eine Firma wie Wieder BP hin und, davon abgesehen, dass die sehr wohl jede Menge Geld investieren, um diese Zweifel zu schüren, und positioniert sich öffentlich und behauptet, es gäbe es gar nicht. Das macht nicht mal ein Unternehmen, das am allermeisten davon profitiert, wenn wir schön weiter Erdöl rauspusten. Selbst das, und ja, also nur mal. Das verstehe ich nur einfach nicht. Gut. Ja, so. Das so ein paar allgemeine Dinge. Jetzt kommen wir mal zurück zu dem. Ich kann das auch nicht in aller Ausführlichkeit. Ich kann da nicht alles zu erzählen, was ich gerne dazu erzählen möchte, sonst sitzen wir morgen noch hier. Jedenfalls, CO2 ruiniert nicht das Klima, sondern das Klima ändert sich und deshalb steigt die CO2-Konzentration. Also, wichtig ist ja bei so einem Kram, dass man immer sich zumindest ein kleines bisschen an der Wahrheit dran bewegt. Eine gute Lüge ist ja bekanntlich immer so nah an der Wahrheit dran, wie nur irgend möglich, damit sie glaubwürdig klingt. Und was dabei stimmt, da hat er so ein paar Sachen, die durchaus nicht falsch sind, immer ein bisschen Wahrheit und dann wieder irgendein Schwachsinn. Bisschen Wahrheit, bisschen Schwachsinn. Das ist eine gute Strategie, wenn man ja, Quatsch verbreiten möchte. Jedenfalls,
Das Klima ändert sich und deshalb steigt die CO2-Konzentration. Okay, gut, gehen wir jetzt also mal davon aus, dass sich das Klima natürlich ändert, dass es natürlich wärmer wird, das mag vielleicht sogar stimmen. Und das hat jetzt, warum steigt jetzt dadurch die CO2-Konzentration? Das verstehe ich jetzt im ersten Moment mal nicht. Nein, nicht wirklich. Weil, das sagt er ja nachher selber. CO2, und das ist auch nicht falsch, das ist wieder eine richtige, zwar völlig behämmert erklärt und aus dem Zusammenhang gelöst und irgendwo auch wieder falsch, aber natürlich führt eine höhere CO2-Konzentration potenziell zu einer höheren Photosyntheseleistung bei Pflanzen. So, und was bedeutet das? Die wachsen schneller. Und was bedeutet das? Die speichern mehr CO2. So, und wenn es jetzt also wärmer wird, was zu einer Verlängerung der Vegetationsperiode führt, auch das wird man hoffentlich nicht bestreiten können. Ja, wenn es länger wärmer ist, dann haben Pflanzen mehr Zeit zum Wachsen und wenn die dann mehr wachsen, dann speichern die mehr CO2 und dadurch steigt die CO2-Konzentration. Was bitte soll bei der globalen Erwärmung, ja, durch die Tatsache, dass es wärmer wird, woran mit das CO2 ja nichts zu tun hat anscheinend, dazu führen, dass dadurch die CO2-Konzentration ansteigt? Wo soll denn dieses CO2 jetzt auf einmal herkommen? Sprudelt das jetzt wie Sprudelwasser aus dem Meer? Nö, momentan ist es tatsächlich immer noch so, dass die Ozeane einen Haufen CO2 aufnehmen und dann noch zu Sprudelwasser werden, langsam, was unter anderem zum garantierten Absterben des Great Barrier Reefs in Australien führen wird, da macht sich keiner auch nur ansatzweise mehr Hoffnung, dass das noch irgendwie aufzuhalten wäre. Nur zum Beispiel, weil Säure und ein Kalkriff in Chemie, dritte Klasse, kann man da schon ganz gut lernen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Aber gut, wie gesagt, wer sich Bleichmittel in den Hintern pustet. Ja, das ist übrigens ganz oft so, dass mehrere Verschwörungsmythen gleichzeitig geglaubt werden. Dass also jemand, der sich Bleichmittel in den Hintern pustet, gleichzeitig ein Fan vom Wendler ist und an Reptiloiden in der Hohlerde glaubt und natürlich an den Klimawandel leugnet und gerne Angst hat, dass er von der Hohlerde von der Scheibenwelt fallen könnte. Der hohlen Scheibenwelt. Irgendwie sowas. Das ist durchaus nicht selten. Ja, dazu gibt es auch interessante Studien, die man da mal durchaus lesen könnte. Gut, jedenfalls, ja, woher zum Geier soll jetzt ein CO2-Anstieg durch steigende Temperaturen kommen? Wo soll der herkommen? Die einzige mögliche Erklärung wäre noch, es wird wärmer, der Permafrost schmilzt und dann entweicht. Ja, aber lustigerweise nicht CO2, sondern Methan. Ja, man könnte also, das führt natürlich auch zur Erderwärmung, ja, gar keine Frage, und das ist eine Riesenkatastrophe, also jetzt Ironie aus, das ist tatsächlich so, aber warum soll das jetzt die CO2-Konzentration erhöhen? Also mir ist es völlig unbegreiflich, wodurch steigende Temperaturen eine Erhöhung der CO2-Konzentration herkommen soll. Ne, also da fehlt jede Logik. Jede Logik. Es gibt nicht auch nur ansatzweise irgendein naturwissenschaftlich nachweisbares Phänomen, das diese Aussage belegen könnte. Gut, nächstes. Die Ursachen für Klimawandel kommen durch veränderte Sonneneinstrahlung etc. So, wichtig hierbei ist auch wieder was. Anhänger einer solchen Sichtweise haben immer, das ist fast schon ein Gesetz, ein monokausales Weltbild. Das ist das Gegenteil von jemandem, der nach komplexen Ursachen in komplexen Systemen sucht, was wir hier auf diesem Kanal normalerweise regelmäßig tun, sondern es ist monokausal. Das heißt, dass sich das Klima ändert, muss liegen an einem Faktor. Ja? Oder an einer Mischung aus Faktoren, aber bloß nicht allzu viele. Das ist ungefähr so nach dem Motto, wenn mir fällt kein schönes Beispiel ein, aber natürlich spielt die Sonnenaktivität für unser Klima eine Rolle.
Natürlich spielen Milankovitch-Zyklen für unser Klima eine Rolle. Milankovitch-Zyklen sind der Abstand der Erde zur Sonne. Das funktioniert nämlich so, dass die mal näher, mal weniger nah dran ist. Die Neigung der Erdachse und damit der Einstrahlungswinkel der Sonne auf große Teile der Planetenoberfläche, das spielt eine Rolle. Aber, und soweit sind diese Deppen ja durchaus der Meinung, dass das alles soweit ist und daran liegt das und das sind alles so natürliche Ursachen. Aber selbstverständlich spielt auch die verfluchte CO2-Konzentration und andere Treibhausgase auch eine Rolle. Und das ist auch wieder interessant. Manchmal versuchen die zum Beispiel einem zu beweisen, dass man Quatsch redet, weil man die anderen Treibhausgase gar nicht erwähnt. Die sind auch erwähnt. Man muss das Ganze halt einfach im normalen Sprachgebrauch, wenn man nicht jedes Mal gleich eine Grundlagenvorlesung, Zusammensetzung der Atmosphäre halten möchte, muss man es halt manchmal ein bisschen vereinfachen. Und sobald in dem Moment, wo man das tut, taucht dann so einer auf und sagt, das hat er gar nicht gesagt. Und darum muss das sein, dass der jetzt lügt und das stimmt doch alles so gar nicht. Ja, es sind ganz viele Einflussfaktoren, auch noch die planetare Albedo beispielsweise, die Farbe der Erdoberfläche, weiß reflektiert besser als schwarz, Schnee projiziert 99% der Energie, die draufkommt, der Sonnenenergie direkt wieder hoch ins Weltall, wenn keine Wolken da sind. Wenn Wolken da sind, ist es wieder weniger, aber dann kommt auch nicht 99% an, weil davor sowieso noch Wolken drüber sind. Wind spielt eine Rolle, Aufwärmung, je nachdem, Relief, Eintreffwinkel, ist es ein Hang, ist es eine ebene Fläche, auf der die Sonne aufkommt. Es gibt tausende Einflussfaktoren, die für so ein unglaublich komplexes Geschehen wie das Weltklima verantwortlich sind. Ja, Luftströmungen spielen eine große Rolle. Die sind hoch unterschiedlich, je nachdem welche Meeresströmungen, super kompliziert es jeweils gibt. Dann gibt es Gebirge, die Fallwinde, Aufstiegswinde, sonstiges Zeug erzeugen. Es gibt tropische Regenwälder, die eigene Wolken produzieren. Es gibt zig Einflussfaktoren, ja. Also das Weltklima ist ein unglaublich komplexes Konstrukt. Unglaublich komplex, ja. So, und jetzt müssen wir uns klar machen, bei all diesen Einflussfaktoren, die es gibt, was hat sich seit dieser Temperaturanstieg, seit zufälligerweise der Industrialisierung, großer Zufall, großer Zufall, seit diese Temperatur so massiv einsteigt, was hat sich verändert? Welche der zig Einflussfaktoren auf das Weltklima hat sich dahingehend verändert, dass es offensichtlich wärmer zu werden scheint? So, und jetzt können wir uns alle Einflussfaktoren angucken und da kommen wir dann auch zu diesen angeblichen Studien, die eben da mit der Sonnenaktivität arbeiten, die vor 20 Jahren gesagt haben, dass es in 10 Jahren jetzt merklich kühler werden sollte, weil die Sonnenaktivität zurückgeht oder warum auch immer und dass es gar nicht wärmer wird. Das ist seit 10 Jahren nicht eingetreten und in Zukunft scheint es auch nicht wirklich eingetreten zu sein. Ne? Aber gucken wir uns einfach mal sämtliche Einflussfaktoren an. Milankovitch-Zyklen? Nö. Sonnenaktivität? Nö. Das kann man alles ganz einfach messen, ganz einfach ausschließen. Daran hat sich einfach nichts in den letzten paar hundert Jahren so massiv verändert, dass dieser unglaublich schnelle Anstieg der Temperatur, den wir gerade beobachten, damit zu erklären wäre. Das kann einfach alles nicht sein. Sind das Einflussfaktoren aufs Klima? Absolut. Ja, aber da müsste dann ja jetzt auch eine Änderung da sein, da wir nun mal erleben, und das gibt selbst so ein Nonkonformist da ja zu, dass sich das Klima ändert. Und das tut es immer dann, wenn wir irgendwelche Werte, die darauf einen Einfluss haben, da eine Änderung feststellen können. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Der einzige Wert, an dem wir eben eine deutliche Änderung feststellen können, der nachweislich fürs Klima relevant ist, ist CO2. Spannend ist in dem Zusammenhang übrigens auch immer ein super beliebtes Argument der Klimawissenschaft-Leugner ist, CO2 ist eine kleine Zahl. Als ob das
irgendwelche Aussagen machen würde, ja. Also das ist wirklich ein Argument, mit dem man bestenfalls diesen Mensch, der sehr einfach gestrickt ist, das muss nichts Schlechtes sein. Überhaupt nicht. Ja? Meine Oma war so jemand, toller Mensch, großartig, aber die hätte über sowas niemals nachgedacht, ob jetzt CO2 eine große Zahl, eine kleine Zahl oder was auch immer, wenn ein Wissenschaftler dahergekommen wäre und ihr erzählt, es wird wärmer. Okay, ja, so in dem Stil. Ja, wer ist meine Oma, dass sie sich damit auseinandersetzt und meint, das jetzt besser zu wissen? Daher, Leute, die keine Ahnung haben, aber das wissen und sich dann auch nicht einbilden, sie hätten eine Ahnung, obwohl sie keine haben, da ist doch nichts Schlechtes dran. Überhaupt nicht. Ja, also das will ich ganz klar klarstellen. Nur weil man nicht versteht, wie das Weltklima funktioniert. Das versteht niemand. Kein Mensch auf diesem Planeten weiß exakt, wie das Weltklima funktioniert. Das geht gar nicht. Ist man noch lange nicht blöd oder irgendwie minderwertig oder sonst was. Man muss sich also auch nicht einbilden, damit man sich irgendwie besser fühlt. Man hätte es als einziger verstanden. Oder dass es da halt irgendwelche Reptiloiden-Angelas gibt, die daran schuld sind und so weiter und so fort. Also, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Frau Merkel, aber Reptiloid, weiß ich nicht. gut, jedenfalls. CO2 ist eine kleine Zahl. Ja? Allein die Tatsache, dass CO2 eine kleine Zahl ist, prozentual an der Atmosphärendichte, an der Atmosphärenzusammensetzung, scheint für manche Leute ein Argument zu sein, weshalb CO2 an der Erwärmung der Atmosphäre überhaupt nicht beteiligt sein kann, weil es ist eine kleine Zahl. Wenn man dann aber die gleichen Leute damit konfrontiert, mit exakt derselben Logik, ja, das einzige Argument ist, es ist eine kleine Zahl, die mögen doch mal 0,4 Promille ihres eigenen Körpergewichts von blauen Eisenhut essen. Ja, da bist du sicher tot. Mit hundertprozentiger Sicherheit bist du da innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr tot. Ja, und das ist eine kleine Zahl. Und diese kleine Zahl hat überraschenderweise eine große Wirkung. Gilt für jedes erdenkliche Gift. Ja, fast jedes auch nur halbwegs potente Gift, jedes Schlangengift, jedes Spinnen- oder Insektengift, nahezu jeder Stoff, der in der Natur als effizientes Gift zum Töten größerer Lebewesen benutzt wird, von entsprechenden Tieren, die das tun, ist in Konzentrationen tödlich, die mitunter noch eine viel kleinere Zahl als CO2 sind. Aber eine kleine Zahl kann ja keine Auswirkungen haben. Es gibt Millionen von Beispielen, wo kleine Zahlen große Auswirkungen haben. Was ist das für eine völlig bekloppte Logik? Warum muss, nur weil es eine kleine Zahl ist, warum darf das dann keine Auswirkungen haben? Es ist mit das größte Molekül, mal abgesehen von Methan zum Beispiel oder Lachgas, die noch schlimmere Klimagase sind, das in der Atmosphäre so rumfliegt. Es ist viel größer als alles andere, was da so rumfliegt. Das wiederum, das ist eine Zahl, über die man mal nachdenken könnte. Ne? Also so groß, dass daran zum Beispiel Sonnenlicht reflektiert werden kann oder aufgenommen oder ja, absorbiert, reflektiert, umgeleitet und so weiter. Das ist der Grund, weshalb CO2 relevant ist. Und da reicht tatsächlich eine kleine Zahl schon aus. Wieder das Nächste. Gerne mal wird von denen auch behauptet, wir Klimawissenschaftler, oder da zähle ich mich jetzt nicht wirklich dazu, aber wir normalen, tatsächlich, wir haben das mal gelernt, Wissenschaftler würden ja damit argumentieren, dass das ja auch so böse sei, das CO2, und das hört man ganz oft eben, aber dabei ist das doch so wichtig für die Pflanzen zum Wachsen, das ist quasi Dünger. So, und jetzt haben wir wieder dieses monokausale Weltbild. Wäre es denn vielleicht möglich, ja, dass CO2 einerseits für Pflanzen wichtig zum Wachsen ist und andererseits in der Atmosphäre einen Treibhauseffekt auslöst? Könnte es denn sein, dass ein und derselbe Stoff mehrere Funktionen im Ökosystem einnimmt? Unvorstellbar, ne? Das wäre ja so, als könnte man Wasser trinken und sich damit waschen. Oder auch noch Feuer damit löschen. Oder, oh, da komme ich jetzt durcheinander, das geht zu weit. Ne? Also das wäre ja furchtbar. Das ist ja unglaublich. Ein Stoff, der mehrere Dinge tut. Wahnsinn.
Nee, glaube ich nicht dran. Gut. So, dann das nächste. Als Wissenschaftler hältst du auch merkwürdigerweise wenig von der Natur. Ein Wissenschaftler sollte von der Natur tatsächlich überhaupt gar nichts halten. Essentielle Säule der wissenschaftlichen Arbeit ist, dass man frei von Ideologien, frei von Wertvorstellungen, frei von Ideen wie das ist gut, das ist schlecht, seine Forschung durchführt. Das ist schon mal ein oberstes Prinzip der Wissenschaft. Nonkonformist kann also niemals auch nur im Ansatz eine wissenschaftliche Ausbildung erlangt haben, sonst, nein, völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Oder er war einer der schlechtesten Studenten, die jemals an irgendeiner Uni ein- und ausgegangen sind. Auch das wäre vorstellbar, aber nein, kann ich mir nicht vorstellen. Es kommt oft dadurch zustande, dass eben diese Leute, wie hier unser Nonkonformist, sehr gerne eben diese einzelnen Artikel, die dann, die grundsätzlich Scheißwissenschaft sind, aber die gerne von denjenigen dann rausgepickt werden, als Beweis angesehen werden, es gibt ja einen wissenschaftlichen Artikel, der sagt, es gibt keinen Klimawandel. Ah, dann gibt es natürlich keinen Klimawandel. Dass es Zehntausende gibt, die das Gegenteil behaupten. Das ist egal, ja. Es gibt einen und der eine, der den geschrieben hat, der ist quasi Einstein, Archimedes, Alexander von Humboldt, hier steht er, also nicht er, sein Werk, zusammen. Ja? Und der weiß es mit Sicherheit besser. Und das kann Nonkonformist beurteilen, weil ja, offenbar, weil er im Internet Kommentare schreiben kann. Gut, dann, ja, das ist also nee. Aber gut. Die nämlich höheren CO2-Werte mit mehr, ja gut, du hältst wenig von der Natur, die nämlich höhere CO2-Werte mit mehr Blattwachstum und mehr O2 quittiert. Hier habe ich eine Pflanze. Eine Pflanze ist in der Lage, Folgendes zu tun. Eine Pflanze nimmt durch ihre Blätter Luft, das Luftgemisch, das wir Luft nennen, nimmt sie auf und nutzt darin das vorhandene CO2 in Kombination mit Wasser, welches sie durch die Wurzel aufnimmt, was sie dann hochleitet durch ihre Sprossachse, wenn es ein Baum wäre, wäre es ein Stamm, ins Blatt. Und mit der Energie der Sonne, die haben wir jetzt nicht, es ist Nacht, die da drauf scheint, ist sie dann in der Lage, aus 6 CO2 und 6 H2O, 6C6H12O6 herzustellen und das nennt man Glucose. Und dieser Prozess ist die Photosynthese, macht aus Bestandteilen der Luft und Wasser Zucker. Dabei wird dann übrigens auch wieder Sauerstoff abgegeben, weshalb Pflanzen nachgesagt wird, sie würden Sauerstoff produzieren. Das stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber herstellen aus dem Nix tun sie den auch nicht. CO2 enthält nun mal viel O2 und das ist Sauerstoff unter anderem, ne? Nicht nur unter anderem, also natürlich ist das Sauerstoff. Und das C behalten sie und bauen es ein und daraus besteht ein Großteil der Biomasse einer Pflanze. Im Schnitt ist gewichtstechnisch an der Trockenmasse der Pflanze zu 50% Kohlenstoff beteiligt. Es gibt auch noch ein paar Ausnahmen, die haben 60-70% Kohlenstoffanteil, aber bei Holz zum Beispiel dürfen wir von etwa einem Kohlenstoffanteil von 50% ausgehen. Dieser Kohlenstoff stammt aus der Atmosphäre. So. Gibt man einer Pflanze zusätzlichen Kohlenstoff, zusätzliches CO2, dann wächst die so lange schneller und auch nur dann, und das ist jetzt wichtig und das weiß der offensichtlich auch wieder nicht, wie alle anderen Wachstumsfaktoren auch ansteigen. Und deswegen ist auch das, was jetzt gleich kommt mit den blöden Gewächshäusern in Holland, da wird offensichtlich auch was anderes hergestellt, was der zu viel geraucht hat, könnte ich den Eindruck bekommen. Könnte ich, ne? Weiß ich natürlich nicht. In einem Gewächshaus kann man völlig steuern, was die Pflanzen bekommen. Man kann ihnen x Wasser geben, x Calcium, Kalium, Magnesium, Eisen, Molybdän, Mangan, sucht euch was aus. Und man kann
Solange zumindest halbwegs so lange Licht scheint, theoretisch auch nachts mit UV-Lampen, auch steuern, wie viel Licht sie bekommen. Und man kann auch in die Gewächshäuser zusätzliches CO2 einpusten. So, und solange jetzt Wasser und CO2 im selben Verhältnis ansteigen und auch genügend Nährstoffe vorhanden sind, die auch im selben Verhältnis ansteigen und Licht im selben Verhältnis mehr und länger vorhanden ist, kann man Pflanzen auf ein maximal physiologisch mögliches Wachstum von 24 Stunden Licht bei unendlich Wasser und unendlich CO2, also so viel wie sie nur irgend aufnehmen können, auf ein sehr hohes Wachstum trimmen. Wichtig, alles muss ganz viel verfügbar sein. Fehlt eins davon, stirbt sie. Beispiel, wenn man mir unendlich Schnitzel zur Verfügung stellt, klingt erstmal sehr reizvoll, ich mag Schnitzel, ja, dann kann ich Schnitzel fressen, so viel ich will. Man könnte meinen, ich werde jetzt dick und fett und rund und glücklich und zufrieden, weil ich mag Schnitzel wirklich sehr gerne. Ja. Aber ich bekomme nur unendlich viel Schnitzel. Die Welt ist der Meinung, man muss mir ganz viel Schnitzel spenden. Leider bekomme ich überhaupt nichts mehr zu trinken und irgendwann kriege ich auch gar nicht mehr zu trinken. Und da müssen wir jetzt Paracelsus hervorholen. Paracelsus, den kann man manchmal sehr gut zitieren. Ja, man sollte jetzt nicht alles von dem, was er so erzählt hat, jetzt komplett hundertprozentig übernehmen wollen. Dann würde man ein bisschen wieder zurückfallen in der technischen, geistig, medizinischen und sonstigen Entwicklung von der Forschung, sage ich jetzt mal. Alles ist Gift, glaube ich. Ich glaube, das Zitat geht folgendermaßen. Alles ist Gift, allein die Dosis macht, dass etwas nicht Gift ist. Und da ist was dran, denn zu viel, egal von was, ist irgendwann nicht so gesund. Rotwein. Rotwein hat Antioxidantien drin, die zum Beispiel Krebs verhindern. Wenn du davon am Tag aber 7 Flaschen säufst, weil du der Meinung bist, dann kriegst du niemals Krebs, dann wirst du vielleicht eine kleine Überraschung erleben, dass das irgendwie so nicht funktioniert. Ja? Und einer Pflanze einfach nur mehr CO2 zur Verfügung zu stellen, in einem natürlichen Ökosystem, wo du nicht beeinflussen kannst, wie viel Wasser und wie viel Nährstoffe und wie viel Licht die gleichzeitig bekommt. Das können wir betrachten, dass das die bisherige Zeit, die letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahre zu einer deutlichen Steigerung tatsächlich, ja, das ist richtig, das schreibt er korrekt, des Wachstums der Pflanzen auf diesem Planeten geführt hat. Ja? Also Pflanzenwachstum hat zugenommen. Neuere Studien, und das macht absolut Sinn, gehen davon aus, dass allerdings dieser Anstieg des Wachstums, nicht das Wachstum generell, sondern der Anstieg des Wachstums, da müssen wir unterscheiden, ja? Es gibt ein Wachstum, das ist bei 100, sage ich jetzt mal, 100 Einheiten. Ja, und bisher ist das pro Jahr um, sagen wir mal, 3 Einheiten gestiegen. Und jetzt hat es das 30 Jahre lang gemacht und ist jetzt bei 190. Ja? Und jetzt stellen wir fest in der Forschung, da gibt es viele interessante Studien dazu, die häufen sich leider, mir wäre es auch lieber, wenn es nicht so wäre, dass dieser Wachstum langsam zurückgeht. Dieses zusätzliche, die Steigerungsrate, die geht zurück. Also pro Jahr werden es nicht 3 Einheiten mehr, sondern nur noch 1. Und tendenziell werden es immer weniger. Und irgendwann können wir erwarten, dass das maximale Wachstum, das bei viel verfügbarem CO2 für unsere Vegetation möglich ist, erreicht ist. Das wird dann nicht noch mehr. Warum wird das nicht noch mehr? Wir leben auf einem Planeten mit endlich Wasser. Wir haben nicht unendlich, das kommt nicht von aus dem Nix. Und vor allen Dingen haben wir nicht unendlich Süßwasser. Und solange wir uns jetzt nicht Algen züchten wollen, die können noch fröhlich weiter wachsen. Das ist tatsächlich so, die Veralgung der Meere wird einerseits einen Haufen Biomasse produzieren, andererseits möglicherweise auch eventuell ein Problem sein können. Auch da wieder, das ist kein monokausales Ding. Ja? Mehr Alge, die mehr CO2 speichert, ist nicht automatisch gut. Mehr Alge, die mehr CO2 speichert, ist einerseits gut, andererseits ist alles voller Alge. Dass alles voller Alge nicht unbedingt gut sein muss, zwei Dinge gleichzeitig, fast
faszinierend. Vielleicht sind sogar 3 oder 4 oder 5000 Faktoren an einem Ozean beteiligt, die da eine Rolle spielen könnten. Möglicherweise reicht es nicht aus, zu kapieren, dass das Drehen an einer einzigen Schraube eventuell völlig unkontrollierbare Wechselwirkungen auslöst, die wir tatsächlich auch noch nicht verstehen. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht kurz erwähnen, dass man die Wissenschaft über den Klimawandel und die Prognosen, wie das Klima jetzt werden wird, kritisieren darf. Das ist schon so. Ja? Das darf man absolut. Aber es ist was anderes, ob man jetzt diskutiert, ob das Modell so und so, das von einer durchschnittlichen Erwärmungsrate von 0,1 Grad pro 5 Jahre meinetwegen ausgeht und auf folgenden Parametern basiert, eventuell nicht zutrifft, weil, das ist das eine, ob man jetzt grundsätzlich gleich mal völlig leugnet, dass alles, was in diesem Modell drin steht, nur falsch sein kann, weil es nicht genau genug ist, um 100% sicher zu sein. Das ist auch so eine interessante Denkweise, ja? Mögliche Erklärungen für die aktuelle Erwärmung der Erde. Gibt es die CO2-Theorie, ja, und andere Treibhausgase selbstverständlich? Es gibt die blöde Geschichte mit der Sonne und dann gibt es eigentlich nichts mehr, was ernst zu nehmen wäre. Die blöde Geschichte mit der Sonne ist widerlegt. Ja, es kramt immer mal wieder irgendein Trottel eine alte Arbeit, die eben mit dieser Sonne arbeitet, raus. Die ist dann immer noch widerlegt. Holt die raus, ignoriert, dass die widerlegt ist, weil er es nicht weiß, rennt damit zu irgendeinem Klimatologen, geht dem auf den Sack. Hey, Sie, sagen Sie mir mal, hier habe ich doch eine tolle Arbeit, die beweist, dass dort das alles an der Sonne liegt. Damit ist das doch alles Humbug. Und der Klimatologe hat keinen Bock. Dem sein Job ist es nämlich tatsächlich zu forschen, um rauszufinden, wie eventuell der Klimawandel vonstatten geht, damit wir uns dagegen irgendwie ein bisschen wappnen können, und macht seinen Job auch, und dafür wird er bezahlt. Er wird nicht dafür bezahlt, jedem Trottel, der da angerannt kommt, nochmal jetzt eine Grundlagenvorlesung Meteorologie und Klimatologie zu geben, damit jeder noch so doofe Depp in der Lage ist, die notwendigen Grundlagen zu haben, um das zu kapieren. Dann müsste man auch jedem, der zum Zahnarzt kommt, erstmal grundsätzlich Zahnmedizin beibringen, damit er in der Lage ist zu kapieren, was da überhaupt abläuft. Dann müsstest du jeden erstmal zum Kfz-Mechaniker ausbilden, der sein Auto reparieren lassen möchte. Dafür gibt es Spezialisierung in unserer Gesellschaft. Nicht jeder kann alles können. Und dementsprechend ist es auch nicht die Aufgabe von einem Professor der Klimatologie, jedem Depp, der da daherkommt, jetzt unbedingt der da auch noch gleich mit einer Attitüde daherkommt, ich muss das jetzt erklärt kriegen, ich bin wichtig, du bist irgendein kleiner Muckeschiss und aus irgendwelchen Gründen nervst du jetzt einen Prof, dass der dir das nicht erklären will, das könnte daran liegen, dass er es gar nicht weiß oder dass er Teil des Systems ist oder dass du einfach nur ein kleiner Muckenschiss ist und der Besseres zu tun hat. Daran mal gedacht, ja, nur so als Idee. Gut, ja, also jedenfalls die Sache mit den Gewächshäusern und dass man damit höhere Erträge bekommt, wenn man da CO2 dazu nimmt. Ja, natürlich, aber eben das ist dieser Scheiß mit diesem monokausalen Weltbild. Das ist so blöd. Nur weil etwas eine Sache verursacht, heißt es nicht, dass es nicht automatisch eine andere Sache verursacht. Ähnliches Beispiel. Zu Zeiten der Dinosaurier hatten wir 100-fach so viel CO2, mit dem Resultat, dass zum Beispiel der Löwenzahn mit 3 Meter Blättern ausgestattet war. Also erstens gab es da keinen Löwenzahn, nicht am Ansatz den Löwenzahn, wie wir heute haben. Zweitens, von mir aus stimmt das sogar mit dem 100-fach CO2, es ist völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Ich habe die Zahl nicht nachgeguckt. Aber was ist das für eine blöde Aussage? Weil es in der Erdgeschichte irgendwann mal irgendwas gegeben hat, hat das überhaupt keine Auswirkung auf jetzt. Na, was soll das? Also, es bestreitet ja niemand, dass es im Laufe der Erdgeschichte schon mal andere CO2-Konzentrationen gegeben hat und es dann auch schon mal wärmer gewesen ist. Das bestreitet doch gar niemand. Wo ist da das Problem? Na? Und dass das mal so gewesen ist, zeigt, dass das mal so gewesen ist. Das war's. Na?
Mir bedeutet das erstmal nicht. Das heißt nicht, CO2-Konzentration mal 100 ist die richtige. Das heißt auch nicht, dass die vorindustrielle CO2-Konzentration damit die falsche war. Wann war denn mal bitte die richtige CO2-Konzentration? Was soll der Blödsinn? Was ist da richtig? Ja? Auch behauptet wirklich niemand, der sich mit der Thematik ernsthaft auseinandersetzt, nur so ein paar Spinner halt eben, dass es eine Rolle spielt, langfristig, wie hoch die CO2-Konzentration ist. Wenn wir natürlich jetzt sämtliches CO2, das fossil auf der Erde vorkommt, verbrennen und wieder in die Atmosphäre befördern, das war da schon mal drin, dann ist es wieder da, dann ist auch nicht mehr dazugekommen, weil wir leben auf einem abgeschotteten Planeten, dass hier neuer Stoff dazukommt, passiert relativ selten, nämlich nur mit Meteor, Asteroid, wie auch immer man die Dinger jetzt nennt, das weiß ich nicht, ich bin kein Kosmologe, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie hier irgendein Stoff dazukommen kann. Das heißt, alles, was auf der Erde an Stoff vorhanden ist, war mal in irgendeiner Form, auch gerne in einer anderen Form, schon immer verfügbar. Und wenn das CO2 irgendwann mal zu Kohle geworden ist, das spare ich mir jetzt zu erzählen, wie das passiert, dann kann es natürlich auch sein, dass es irgendwann mal wieder gasförmig in der Atmosphäre unterwegs ist und. Das ist alles überhaupt kein Problem, das darf alles passieren. Ist fürs Ökosystem dahingehend ein Thema, dass sich das dann verändern wird. Aber ja, klar, na und? Ja, und wo ist da jetzt, was soll das jetzt aussagen? Es hat mal eine höhere CO2-Konzentration gegeben. Damals gab es einen großen Löwenzahn. Ich verstehe nicht, was das aussagen soll. Ist das jetzt super, wenn eine hohe CO2-Konzentration da ist und es einen großen Löwenzahn gibt? Das große Problem beim Klimawandel, das kapiert offensichtlich von denen auch niemand, besteht nicht darin, dass CO2-Konzentration X plötzlich tödlich wäre und wir alle tot umfallen, sondern das Tempo, mit dem sich das Klima verändert, ist so stark, dass das zu extremsten Extremwetterereignissen führt. Und extreme Extremwetterereignisse bringen uns um. So. Und da kommt jetzt der Punkt ins Spiel, weshalb es uns interessieren sollte, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt, weil der bringt uns um. So, Punkt. Ja, und wenn wir keine Lust haben zu sterben, dann gäbe es die Option, entweder zu sagen, ja, dann baue ich mir einen Bunker im Wald, oder Option 2, man versucht halt in irgendeiner Form, sich mit Wissenschaft aus der Scheiße zu ziehen. Das wiederum bedeutet, und das erklärt, wo diese schönen Klimaleugner daherkommen, Verzicht. Ja, ohne Verzicht wird es nicht gehen. Das ist ganz wichtig, dass man das mal kapiert. Das müssten auch die Politiker mal kapieren, dass es einfach nicht möglich ist, schöne neue Hightech, nachhaltig Energiewende Welt herzustellen, ohne dass irgendwer danach ein schlechteres Leben hat als vorher. Beziehungsweise Strom muss teurer werden, ja, dann müssen wir weniger Strom verbrauchen, dann können wir nicht mehr so viel Auto fahren, Individualverkehr mag zum Problem werden, ob es E-Auto die Lösung ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, wenn jeder Individualverkehr haben möchte, hat das einen zu hohen Energieverbrauch, Stand jetzt, das wird nicht funktionieren, wir werden uns darauf konzentrieren müssen, dass man halt dann eben mehr mit großen Massentransportmitteln unterwegs ist, wir werden dann Luxus einbüßen, wir werden uns vielleicht mal mit der Idee anfreunden müssen, dass es eventuell sein könnte, dass diejenigen, die super reich sind auf dem Planeten, ein klein bisschen was abgeben müssen für diejenigen, die nicht super reich sind, damit man sich in der Mitte ein kleines bisschen annähert. Muss jetzt nicht gleich Kommunismus, der funktioniert sein. Ja, wenigstens so ein bisschen Ernährung wäre vielleicht notwendig. Ja, oder es sterben halt irgendwann so viele, bis dann tatsächlich wieder unter den sich ändernden Bedingungen genügend Ackerbau für die paar wenigen, die noch übrig geblieben sind, wieder möglich ist auf den paar Flecken Erde, auf denen Ackerbau dann überhaupt noch möglich ist. Aber das sind alles so ganz dunkle Zukunftsszenarien. Die kennen wir alle. Da haben wir alle eine Meinung dazu. Ob es dazu kommt, ich habe keinen Schimmer. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus. Wenn es nicht dazu kommt, freue ich mich sehr, dass ich mich geirrt habe. Sehr freue ich mich dann. Und werden mal sehen, ja. Aber ich musste mal Luft ablassen zu Kommentaren dieses Stils. Ja? Also das gibt's immer mal wieder bei mir, bei anderen, bei jedem, der sich jemals getraut hat, Position zu beziehen zu Klimatologie und zu eben den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Klimatologen.
Grundidee. Wenn es nur eine Handvoll mögliche Erklärungen gibt, wie dieser schlimme Klimawandel, dieser schlimm verstärkte, schnell ablaufende Klimawandel zustande kommt. Und von den möglichen Theorien, die es gibt, ist keine dabei, die 100%, das ist nämlich das nächste, ja, die CO2-Theorie, erklärt nicht zu 100% sämtliche Klimaentwicklung der Erdgeschichte von heute bis vor ganz lange. Ja, das tut sie nicht. Sie ist nicht perfekt. Es ist keine perfekte Erklärung, die bis ins kleinste Quäntchen jedes bisschen Stück Erderwärmung oder Temperaturentwicklung der Erde, Klimaentwicklung der Erde erklären kann. Kann sie nicht. Sie ist aber die mit Abstand allerbeste Theorie, die wir irgendwie haben, um in irgendeiner Form die klimatische Situation unserer Erde zu beschreiben. Es gibt nichts, was besser ist. So, und jetzt gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur zwei mögliche Denkweisen. Entweder nimmst du die beste aller möglichen Alternativen und arbeitest mit der, oder, wir haben keine perfekte Lösung, ja dann heißt es, es gibt keinen Klimawandel. Das ist so die Denkweise offenbar der Leute, die da, also völlig befreit von Logik. Du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die CO2-Theorie stimmt, versus winzig kleiner Wahrscheinlichkeiten, dass irgendwas anderes stimmt oder sie eben entsprechend nicht stimmt. Du entscheidest dich, warum auch immer, für die geringere Wahrscheinlichkeit. Warum tust du das? Ne? Hat das was mit Logik zu tun? Nee. Hat das was zu tun mit, ich verstehe es nicht. Nein, es ist mir wirklich völlig unmöglich zu kapieren, was das soll. Was man für eine Denkweise, was man für ein Gehirn haben muss, dass man sich so entscheidet. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist auch nicht mal dumm. Das ist einfach völlig losgelöst von jeder logischer Denkweise und das kann ich nicht kapieren. Ja, ich verstehe das ja noch, wenn es um Themen welches Messer ist das hübschere? Ne? Oder welches Auto klingt besser? Oder welche Frau ist die tollere? Oder sowas, geht. Dann, das verstehe ich ja noch irgendwo. Aber bei solchen rein logik-wissenschaftsbasierten Themen, zu denen du als Einzelperson doch ohnehin keine Ahnung haben kannst. Du hast mal in den Himmel geguckt, jetzt weißt du, wie das Wetter funktioniert oder was. Ich verstehe es nicht. Es ist mir völlig, völlig unbegreiflich. So, ich gucke auf die Uhr. Heute ist Sonntag, da mache ich früher Feierabend. Ich verstehe es nicht. Ja. Vielleicht kann es mir irgendwer erklären, was in diesen Hirnen vorgeht. Ich kapiere das einfach nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Genörgel, aber ich musste da wirklich jetzt mal Dampf ablassen. Das kommt so oft Kommentare in diese Richtung. Eben dieser neueste Gag ist halt das, dass sie du als Wissenschaftler, du solltest doch eigentlich wissen. Eben deswegen weiß ich's ja und du eben nicht. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eieieiei.